Ihr wart ein böser, böser Junge? Spielt jetzt keine Rolle mehr. Denn das nächste Event beeinflusst unser Scav Karma. Das ist das einzige heute in Tag of News. Also, scheiße auf Intro. Also, heute kam eine Nachricht, oder wurde eine Nachricht getweetet, wie auch immer, von BSG. Und in der steht drin: Privet, Bratan. Tut se ma kakaya tu ne panjatna. Kasche zeche de la. Ich mach nur Witze. Da steht drin, dass das Scav Karma in dem Sinne aufgehoben wird. Wir sehen das auch bei den Tag of Changes. Also, egal wie böse ihr seid als Scav. Alle sind nett zu euch, Bosse greifen euch nie an, alle Scavs folgen euch und so weiter. Aber es beeinflusst nach wie vor eure Wartezeit für einen Scav, die Scav-Case und so weiter und so fort. Also ihr habt nur einen Freipass, wenn es darum geht, wie andere Scavs mit euch im Raid interagieren und nicht wie es im Hideout und so weiter die Werte beeinflusst. Außerdem wurden Bosse ein bisschen verändert. Zum einen hat Sanitar hat eine 46%ige Chance in Dorms, hat aber jetzt 5 Guards, bis zu 5 Guards, was ziemlich heftig ist. Dann auf Factory Nachtzeit, die Kultisten sind jetzt in der 23%igen Chance auch dort anzutreffen. Und Tagela und Killer laufen zusammen rum auf Factory und Interchange. Jetzt, das ist alles. Jetzt werden einige von euch wahrscheinlich sagen, boah, das ist ziemlich unbeeindruckend und boah. Nun, also, aber es lässt auf zwei Sachen schließen. Zum einen wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Vibe am 12.12. kommt, damit eigentlich immer wahrscheinlicher. Zum anderen denke ich, dass demnach nicht noch große Events kommen werden. Also jetzt nicht irgendwas Überragendes, Innovatives, Neues. Ich gehe auch davon aus, letzten Vibe hatten sie Zeit für so eine Woche, zwei Wochen lang Events raushauen, aber letzten Vibe war nicht viel Neues. Also wir hatten Factory und ja, Waffen war auch nicht viel. Also das war nicht viel, was da ist. Jetzt diesen Vibe kommt extrem viel. Wir haben auch heute ein Bild gesehen von der Scar, da werden sich einige freuen. Und die haben schon mehrfach gesagt, dass das Team aktuell komplett durcharbeitet. Also die sind wirklich am Limit, was sie können. Und daher nehme ich an, die haben auch einfach keine Zeit für größere Events. Aber was wir daraus mitnehmen können, eben die Wahrscheinlichkeit, dass der Vibe am 12.12. kommt, steigt stetig mit jedem Event, wenn die jetzt so schnell hintereinander durchgeballert werden. Und eben, je nachdem, werden die Events wahrscheinlich auch in dem Maß bleiben. Also Boss ein bisschen rumändern und am Ende kommen dann irgendwie Raider oder so. Wäre so jetzt meine Vermutung von dem, was wir sehen. Aber ja, das zu den Infos. Haut da rein.